Ja, hallo meine lieben GeoLebenTV-Zuseher und Freunde und solche, die es noch werden möchte. Heute für mich ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr wichtiges Thema, wenn nicht das Thema für mich überhaupt. Und dieses Thema war ein sehr, sehr entscheidendes in meinem Leben. Erstens, was es genau dazu zu sagen gibt. Zweitens, warum es für mich so wichtig ist. Und drittens, was der liebe alte Robert Franz damit zu tun hat, das erfährst du wie immer nach dem Intro. Eigentlich muss ich ja mit Punkt 3, nämlich was es mit Robert Franz zu tun hat, anfangen. Der neueste Eklat zwischen der österreichischen Justiz und der Apothekerkammer und zwischen Robert Franz eben hat mich motiviert, ein Video über mein Lieblingsthema, nämlich Selbstverantwortung und Selbstermächtigung in Fragen von Gesundheit und Krankheit zu machen. Die Ausgangslage ist folgender. Über Robert Franz wurde eine einstweilige Verfügung verhängt. Das werden die meisten von euch schon mitbekommen haben. Und er sollte nämlich unterlassen, solche Aussagen zu treffen, wie eben, dass Q10 die Herzleistung von 8 auf 33% in einem konkreten Falle gesteigert hat. So, und auf mehr möchte ich jetzt in diesem Falle auf diese Aussagen gar nicht mehr eingehen. Auch Roh Vegan am Limit hat diesbezüglich ein Video gemacht und sich eher mit Robert Franz solidarisch gezeigt. Jedoch hat er auch angemerkt, dass sich Robert Franz wohl besser ausdrücken hätte sollen und eben halt auf die augenblickliche Studienlage bei seinen Aussagen verweisen hätte sollen. Was ist für mich nun das Thema bei der Sache? Im konkreten Falle mit Robert Franz zeigt sich wieder einmal, dass es einfach nicht erlaubt ist, Aussagen zu gesundheitlichen Themen zu treffen, insofern man eben kein Arzt ist. Für mich zeigt sich da einfach immer mehr, dass dieses hierarchische System von oben herab ein Auslaufmodell ist und eigentlich auch sein sollte. Der Arzt sagt als absolute Autorität, was zu tun ist, und der Patient im übersetzten Sinne des Wortes erträgt geduldig die Anweisungen von oben. Patient kommt ja auch vom lateinischen patiens und heißt eben so viel wie duldend und ertragend. Ja, und dass wir als Menschen hier nur duldend und ertragend uns hingeben sollten, das sehe ich absolut als überholtes Modell. Wir Menschen wurden nie zur Selbstständigkeit, zur Mitarbeit, zur eigenen Verantwortung erzogen, sondern eher frei nach dem Motto, die Autorität respektive der Arzt wird es schon richten. Ja, vielleicht haben in der Zeit die Menschen einfach nicht die Zeit gehabt, also früher meine ich, die Zeit, die Geduld, die Lust, sich selbstverantwortlich um ihre Gesundheit zu kümmern. Sie hatten wohl einfach auch viel zu viel mit dem ganz normalen Überleben zu tun. Und in Kriegszeiten zum Beispiel war es auch wichtig, dass es hier Ärzte und Krankenpfleger gab, die in der Notfallmedizin wahre Wunder vollbracht haben. Doch Notfallmedizin und chronische Krankheiten sind einfach auch zwei Paar Schuhe. Und natürlich gilt auch hier die Frage, ob nicht auch hier die Menschen selbstverantwortlicher werden sollten und sich nicht noch immer mehr Risiken und der Gefahr aussetzen müssten, sich einfach zu verletzen. Doch zurück zu chronischen Krankheiten. Und hier ist es einfach die Frage, ob es sich nicht schon langsam verändern sollte und die Menschen wesentlich selbstverantwortlicher werden sollten, was ihre Gesundheit betrifft. Und die neue Zeit der Medien gibt uns ja nun schon seit einigen Jahren die Möglichkeit, sich in Sachen Gesundheit und Krankheit zu informieren. Und zwar nicht nur zur offiziellen Wissenschaft, sondern auch zu deren Alternativen, vor allem voran auch die naturheilkundlichen Stoffe sowie auch in der Frage der seelischen, psychischen Gesundheit. So ist über die Medien, allem voran eben über YouTube, ein breites Netzwerk entstanden, über die sich Informationen zu allen möglichen Fragen verbreiten können, und vor allem verbreiten Menschen diese Informationen, welche nicht durch wissenschaftliche Diktion und Dogmen allzu stark beeinflusst sind, und nicht auch zu vergessen das liebe Geld, welches auch in der Gesundheit mittlerweile an oberster Stelle steht und vorgibt, was eben zu tun ist und was man eben zu lassen hat, eben nicht mehr zum Wohle der Gesundheit und der Menschen. Ja, die Information,
Die Informationen werden zum Teil von Menschen wie mir, welche auch durch eigene Krankheitsgeschichten und deren Genesung durch alternative Methoden verbreitet. Und das finde ich absolut genial. Hier verbreiten Menschen nicht von oben herab und sagen, was zu tun ist, sondern sie regen vielmehr dazu an, sich mit der eigenen Gesundheit zu beschäftigen und regen natürlich auch dazu an, sich mit alternativen Mitteln zu beschäftigen. Klar hat Robert Franz wohl auch schon den Status eines Gesundheitsgurus, der den Menschen sagt, was sie alternativ zur Schulmedizin tun sollten. Und doch zeigt er den Menschen aber auch Alternativen zur pharmadiktierten Schulmedizin. Und über die Pharma, über die Schulmedizin und auch über die sogenannten Alternativen darf und sollte einfach auch ein jeder denken und sagen können, was er möchte. Ja? Doch hier heißt es dann von der oberen Stelle, dass alles geschieht ja doch nur zu ihrem, zu deinem Schutze, zu deinem Wohle. Und ja, wir wissen, wir müssen sie quasi vor sogenannten Scharlatanen schützen, vor Menschen, die quasi Aussagen treffen, vor denen sie geschützt werden müssen, wie die Aussage eben von Robert Franz, das QC und noch ein paar andere Mittelchen die Herzleistung eben steigern können. Davor müssen wir geschützt werden. Ob ich nun als Individuum diesen Schutz möchte oder nicht, interessiert niemand da oben. Und das ist eben der springende Punkt. Ich möchte selbst entscheiden können, von wem, wann und warum ich beschützt werden möchte. Ich würde aus meiner Sicht eher Menschen schützen wollen, die im besten Glauben von Kindheit an Medikamente nehmen, deren Nebenwirkungen länger sind, als am Beipackzettel überhaupt Platz hat. Doch auch hier sollte eigentlich auch gelten, Menschen sollten die Chance haben, sich selbst entscheiden zu können, sich selber informieren zu können. Das können sie auch mittlerweile. Sie können sich unglaublich informieren und dadurch eben ihre eigenen Entscheidungen, Entschlüsse eben treffen können. Und hier sind wir nun in einer neuen Zeit, wo einfach Menschen die Zeit und Lust, auch die Neugierde haben, sich selbst um solche Gesundheitsfragen kümmern zu können. Wir leben eben nicht mehr in solchen Zeiten, wo Menschen überhaupt keine Zeit für solche Dinge haben, wo das permanent wer anders für mich erledigen muss, sondern ich habe Zeit, ich habe die Muße und es wird auch Zeit, dass wir uns selbstverantwortlich um diese Dinge einfach kümmern. Und das passiert auch mittlerweile vor allem. Viele YouTuber zeigen auch auf, dass sie neue, dass sie andere Wege gehen und das eben auch tun möchten. Selbstbestimmter, freier in den Entscheidungen einfach zu sein, um eben neue Wege für sich, neue Lebensformen zu entdecken. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass Ärzte abgeschafft werden sollten. Ganz im Gegenteil. Doch es wird Zeit, vom hohen Ross der Wissenschaft herunterzusteigen und sich auf eine gleiche Ebene zu begeben. Auf Augenhöhe nämlich. Ja, auf dieser Höhe. Auf die Augenhöhe der Menschen, welche sehr wohl auch Schutz, Rat und Hilfe eben benötigen. Jedoch sollten diese sich diese Hilfe selbst aussuchen und selber holen können. Auch die sogenannten Patienten, diese dürfen auch erwachsen werden und aus ihrer bedürftigen Rolle, das ist sie nämlich auch, heraustreten. In der Transaktionsanalyse, das ist eine Therapieform, die ich persönlich auch in meinen Coachings vertrete, spricht man hier von der Eltern- und von der Kindebene, sowie auch von der Erwachsenenebene. Der Arzt ist im alten System quasi das Elternteil, der sagt, was zu tun ist, und der Patient ist im alten System das Kind, welches erwartet, dass ihm der Arzt nun gesund macht. Und vom Kopf her aus wissen wir auch, dass nicht der Arzt schlussendlich uns gesund macht, sondern unsere Selbstheilungskräfte, die einfach nur aktiviert werden müssen. Und das kann natürlich sehr wohl auch ein Arzt anstoßen, wenn er sich auf Augenhöhe bzw. auf der Erwachsenenhöhe befindet und der sogenannte Patient, den ich dann als selbstbestimmten Patienten bezeichnen möchte, auch auf der Erwachsenenebene ist und nicht auf der Kindheitsebene agiert, dann macht das alles Sinn. Arzt und Patient befinden sich auf Augenhöhe. Der Arzt diktiert nicht, was zu tun ist, sondern er gibt Ratschläge, er spricht über Möglichkeiten, er spricht über Erfahrungswerte und räumt einfach immer wieder ein, dass es hier nicht bei weitem, dass er nicht bei weitem alles weiß und sich durch eine sehr, sehr gute kooperative Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patienten eben viele, viele neue Möglichkeiten zur Gesundwerdung ergeben können, die jetzt der Arzt und auch der Patient einfach noch nicht weiß.
Und ja, meine Lieben, ich hoffe, dass hier jetzt auch klar geworden ist, warum ich über selbstbestimmte Gesundheit so denke und wie ich es meine. Der sogenannte Patient muss erwachsen werden und seine Gesundheit mit in die eigenen Hände nehmen und er darf jeden sogenannten Arzt in die Schranken weisen, sollte dieser von oben herab und allwissend agieren. Genauso dürfen Ärzte ihre Patienten zur Mitarbeit, zum Mithandeln auffordern, sollten eben auch diese der Meinung sein, der Arzt wird und muss es schon richten. Also aus meiner Sicht her dürfen hier beide Seiten dazulernen. Der Patient, der sogenannte Patient, darf erwachsen werden, darf sagen, okay, Gesundheit ist meine Sache, auch meine Sache. Ich muss hier mithelfen, ich muss mich informieren, ich muss mich um vieles selber kümmern, weil ich spüre, was in mir los ist. Und ich darf den Arzt sozusagen als Ratgeber, als jemand, der sich sehr wohl auskennt, der Erfahrungen hat, der das Ganze studiert hat, den darf ich sehr wohl um Rat bitten, der darf mir helfen. Und auch der Arzt muss hier von seinem hohen Ross heruntersteigen und sagen, okay, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Ich sage dir über meine Erfahrungen, ich sage dir, was ich weiß und du sagst mir deines und dann schauen wir, dass wir gemeinsam Lösungen finden. Das ist meine Ansicht, das ist mein Sinnen um das Ganze. Robert Franz hat mich angestoßen dazu, weil er ist halt jemand, der gegen diesen Mainstream anrennt und natürlich dann eben auch offene Türen einläuft. Aber ich denke, wir müssen hier alle in eine gemeinsame Richtung laufen. So schaut es für mich aus. Also in dem Sinne, ich hoffe, dass euch diese Art von Video auch gefallen hat. Lasst mir ein paar Daumen hoch da, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare, weil das ist euer Beitrag zu dem Ganzen. Und ja, ihr wisst eh, meine empfohlenen Produkte findet ihr in der Infobox. Schaut auf meine Homepage bewusstgesund-lebensmut.at. Da steht dann noch viel, viel mehr. Da schreibe ich noch wesentlich ausführlicher zu dem Ganzen. Ja, und bleibt mir wohlgesonnen, ich habe euch lieb. Werdet gesund, wenn ihr es noch nicht seid. Und sonst bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zum nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus, euer Geo.